Heute ist Gründonnerstag, der Abend, an dem ich und die Christen der ganzen Welt daran denken, wie Jesus sich mit seinen Freunden getroffen hat in Jerusalem am Abend des Passafestes. Juden feiern seit gestern auch weltweit das Passafest, das Fest, das an die Befreiung, an den Auszug aus Ägypten erinnert. Und mitten in der Passionsgeschichte sitzt also dann Jesus mit seinen Freunden zusammen, isst mit ihnen ein letztes Mal zu Abend. Und auch wir sind, ich bin, mitten in dieser Passionsgeschichte heute, mitten in der Passion von so vielen in dieser besonderen Zeit, wo es so viel zu beten gäbe und ich auch gerne predigen würde, in die Not und in das Leid und in den Kummer und in die Sorgen. Denn das ist Passion, Leiden und Not und Kummer und Sorgen. Wie immer zünde ich eine Kerze an und ich bete: Jesus Christus, ich bin hier und du bist hier. Ich bete zu dir und ich weiß, ich bin mit dir verbunden und mit allen anderen, die zu dir beten. Und in der Stille bringe ich das vor dich, was mein Herz bewegt. Hör auf das Gebet, höre mein Gebet und das der vielen. Amen. Hier in der Kirche ist heute Abend der Altar zu einem besonderen Tisch geworden. Der Altar ist der Ort, der für uns stellvertretend ist für unser Gespräch mit Gott, auch wenn man überall beten kann. Er ist der Ort der Kommunikation mit Gott. Und auf diesem Tisch, auf dem Altar, stehen heute Brot und Wein. Brot und Wein stehen dafür, dass wir Lebensmittel brauchen, die uns nähren. Wir brauchen zu essen und zu trinken. Das war zur Zeit Jesu vor 2000 Jahren nicht anders. Jesus hat mit seinen Jüngern Abendbrot gegessen, Brot und Wein geteilt. Und ich will diese Zeilen einfach noch einmal lesen. Im Matthäusevangelium sind sie überliefert und bei jeder Abendmahlsfeier, und heute hätten wir in dieser Kirche miteinander Abendmahl gefeiert, da werden sie gesprochen. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach: Nehmt, esst, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach: Trinkt alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Und beim Abendmahl ist es so, dass niemand sich das Brot selber nimmt. Man geht nicht hier nach vorne und bricht sich ein Stück ab, sondern das Abendmahl bekommt man. Auch ich als Pfarrerin, wenn ich Abendmahl ausgeteilt habe, dann gibt es am Ende mir jemand von den Mitfeiernden. Und es ist eine symbolische Handlung. Das Brot des Lebens, das verdankt man. Das bei allem, was man tut und schafft und sich verdient und leistet, dass es Brot gibt, stellvertretend für alles, was uns nährt, das verdanken wir den anderen. Denen, die es für uns backen, denen, die es uns liefern und denen, die zuvor das Getreide ausgesät und geerntet haben, die, die das Korn zu Mehl vermahlen haben. Wir verdanken es unseren Eltern, unseren Müttern, die uns selber genährt vom Brot, an ihrer Brust genährt haben mit ihrer Milch. Und wir verdanken es den vielen Generationen vor uns, die dafür gesorgt haben, dass wir Infrastruktur haben, Häuser, Felder und eben heute eine weltweite Warenkette. Und diese Pandemie zeigt,
wie eng die Glieder dieser Kette miteinander verflochten sind und zusammenhängen. Und wie hilflos wir dastehen, wenn auch nur eins, zwei dieser Glieder unterbrochen werden und jetzt eben an so vielen Stellen Lücken entstehen, wo nicht einfach jemand einspringen kann. Das Brot, für das ich danke und das ich bekomme, ist das eine. Das andere ist der Wein. Der Wein enthält Alkohol und es ist ein Zeichen der Festfreude. Wir alle wissen, wie Alkohol wirkt. Er macht uns ein bisschen weich in den Knien, wenn wir es nicht gewohnt sind. Er brennt ein bisschen in der Kehle und dann wärmt er. Und er macht das Herz und den Sinn leicht. Jedenfalls, wenn man nur ein bisschen davon trinkt. Der Wein ist das Getränk des Festes. Und der Wein soll immer auch das Getränk der Gemeinschaft sein. Auch den Wein im Abendmahl nimmt man sich nicht, sondern man bekommt ihn gereicht. Und so soll es sein mit diesem Festgetränk. Das erste Wunder, das von Jesus überliefert wird, ist übrigens die Verwandlung von Wasser zu Wein in der Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Und für mich ist der Wein hier heute am Gründonnerstagabend auch der Hinweis, dass wir feiern werden. Wir werden hier wieder zusammen Gottesdienst und Abendmahl feiern und wir werden am Sonntag das Fest der Auferstehung feiern. Diese Auferstehung, sie gilt uns und sie ist Grund zu feiern genug. Und so will ich in diesen Abend gehen und noch einmal beten. Du Gott, ich bin hier, wir sind virtuell verbunden, du bist bei uns, wie auch immer verbunden, das tut mir gut. Ich danke dir für die Gemeinschaft mit dir und auch unter uns, mit denen, an die ich jetzt denke, mit denen, die mit mir verbunden sind. Ich danke dir für das Brot, für den Wein des Festes, für dein Wort der Verheißung, und deine stärkende Nähe. Du weißt, wie es uns hier geht, was gelingt und was uns so viel Kraft kostet. Wir wissen nicht, was noch kommt und wir haben für vieles keine Worte und wir bleiben und warten und bangen und hoffen und wir bitten dich, bleibe bei uns, Herr, denn es ist Abend geworden. Der Tag geht zu Ende, du aber bleibst. Und segnest uns. In unseren Herzen und Händen sei der Segen Gottes. In unserem Kommen und Gehen, da sei der Segen Gottes. In unserer Schwäche und unserer Stärke sei Gott mit Segen. Amen.